Blub blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin 2 in der Taverne des Grauens, voller erotischer Sünden, die wir gleich begehen werden. Hallo. 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 Ja, ihr beiden seid auch noch da, hallo. Ja, aber die einen sind auch immer komisch. Ihr dürft zuschauen, ist das nicht toll? Ja, wir gehen jetzt nämlich Echsenliebhaber spielen. Oder beziehungsweise Echsenprostituierte ausnutzen. Captain Schönwetter. Kennen wir die nicht irgendwo her? Hm. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe das Gefühl, wir haben die mal gekillt. Wachmann Stefano. Scheinbar ja nicht. Irgendwas. Wer weiß, wir sind ja gerettet worden. Geht's noch höher? Wo wartet denn die Echsentrolle auf mich? Sarah oder wie die hieß? Mhm. Ich sehe keinen. Sollen wir erst mit den Leuten reden und dann zur Echsentrolle oder sollen wir erst zur Echsentrolle? Ich glaube, du musst da noch die Treppe rauf. Treppe zum Paradies. Oh, wow. Wo steht es? Ach, hier, diese kleine da oben. Hier die? Ja, steht zumindest auf der Karte. Ja, okay. Treppe zum Paradies. Let's go. Das kann ja nur gut werden. Dann reden wir dann später. Oh, ich kann Gemälde klauen. Oh Gott. Okay, sieht nicht aus wie ein Kerl, alles gut. Es gibt wirklich nur die, hä? Welchen Kerl hätte uns denn rangeschafft? Wäre die dann gespawnt, ein Kerl? Wahrscheinlich. Okay. Beim Bildnis von Lucien werden wir sündigen. Ich glaube, Grommel, du solltest mal hier verschwinden. Für dein eigenes Wohl ergehen. Solltest du verschwinden. Oh Gott, das gibt was. Viel Spaß beim Zuhören. Danach werde ich sehr wund sein, habe ich das Gefühl. Egal. A lizard, tall and beautiful, turns towards you. She fixes you with a sultry look, and when she speaks, it's like listening to honeyed smoke. I'm so glad you came, but your friends will have to leave. Oh, no. Aber die schauen so gern zu. She turns her back on you and waits for your companions to leave. Langweilig. Raus. Okay, let's go, baby. A lizard, tall and beautiful, turns towards you. I'm so glad you've come. Are you here too? Ich hör trotzdem zu. Wir sitzen da so an der Treppe. Oh, the flowers, okay. Natürlich bin ich hier, um ihre Blumen zu genießen, um eure Blumen zu genießen. I've been so lonely since my man went away to fight the coming war. I need someone to take care of me. You're so masculine, darling. Won't you take care of me? Ich werde gleich ausgeraubt, ich sehe es kommen. Natürlich werde ich mich um euch kümmern. Man merkt, dass du Rabatt willst, wenn du Hausarbeiten erledigen sollst. Das würde eigentlich schon passen, aber natürlich werde ich mich um euch kümmern. Wo soll ich denn anfangen? Come on over here, big boy, and I'll tell you. Plötzlich sehe ich Schleier in ihrer Stirn. Okay. She bats her eyelashes. Mhm, dann beißt sie mir den Kopf ab. What I'm thinking. Seit wann Echsen Wimpern haben? Nach vorne gleiten, I guess. Holding your gaze, a shadow of a smile playing on her lips, she reaches for the clasp of her robe. You reach her and she unfastens it. Then, quite deliberately, she lets it fall. Okay. Oops. Ja, oops. Ja, berauschender, doof, betörende Gegenwart und so weiter. Taking. She smiles. Takes you by one manicured hand, with the other she strokes your cheek, traces a line down your neck to your collarbone and your clothes. Slowly she undresses you. Ja, immerhin was für die Furries dabei, ne? Ist ja super. Then takes you to bed. Your world explodes. Your world explodes, ist auch interessant. In bliss. Ich hoffe, das gibt wenigstens viel Erfahrung. I'm happy. Nice. Oh, crap. Okay. I'm pretty naked. Und ich habe 48 Runden Glück, das ist cool. Aber hier sind Attentäter. Seht ihr das nicht? Yeah, nee. Doch.
Attentäter Sünder und Kindonner. Nochmal Doppelklick auf sein Gesicht, dann siehst du's. I think I'm gonna die now. Good morning, lovebirds. Good morning, Gil. Hey, this is my lover. Lover, this is my friend Gil. Was zur Hölle ist hier los? I'm sorry, darling. It's a setup. You paid for a trip to paradise. Now you're paying for the return journey. To wit, we're taking all your stuff. If you want it back, you can take it up with Lohar. Wo ist Lohar? Reckon that's for you to figure out. Aha. Helft mir? She gives you a pity pout. I'm sorry, kriegen wir die Tür darling, eingeschlagen? But business is business. And time is money. So if we're all clear on what's happening here, we'll be leaving with your stuff. Ich weiß gerade nicht, wie wir helfen sollen. Oh, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich das bin. Moment. Ihr Zwergenschlägerin oder ihr Vibe nehmt wohl offensichtlich gerne euresgleichen aus. Oh mein Gott, hat der Haare am Rücken, das ist ja widerlich. Sorry. Think of it this way. You're not being robbed. You're making a generous donation to help support your own kind. Ja, klar. Kommt ihr nicht zu mir hin? Mm-mm. Auch nicht mit Dietrich, gell? Hast du noch Dietrich? Aber mit Teleportation. Ich hab die Pyramide, die eine. Oh, stimmt. Ich könnte mich mit der Pyramide zu dir teleportieren. Die hab ich auch noch. Nee, hab ich nicht noch? Nein, ich hab gar nichts. Ich hab keine Pyramide. Oh. Aber du könntest mir eine Pyramide geben. Könntest du mir die nicht zusenden? Wir haben aber nur zwei, theoretisch. Wir könnten zur Loha gehen. Ja, dann haben wir nur noch eine. Also du hast die andere gehabt wechseln. Und wir haben die jetzt könnt keine ihr mit her wechseln. Nur über meine Leiche. Oh, I'm so dead. Benutzt sie doch mal, die Pyramide. Ja, noch kann ich gar nichts tun. Noch bin ich im Kampf. Ich meine, lose. Initiative vorne. Lose. Ja, genau, deshalb. Deswegen sagte ich ja Pyramide. Und jetzt kannst du die Pyramide nämlich zu einem anderen schicken und der kann die auch benutzen. Ich kann gar nichts machen. Dann sind wir zwei alleine. Ich habe nicht mal Sachen, die ich anziehen kann. Die sind sonst wo. Gut, dass ich ein Beschwörer bin und sowas eigentlich nicht brauche. Dein Rucksack liegt aber, glaube ich, oder nicht? Ja, aber den kann ich jetzt nicht aufnehmen. Das kostet mich unnötig viel. Oh Gott, das sind drei Leute. Ich hätte gehofft, das sind nur zwei. Okay. Soll ich meine Inkarnation ins Feuer tun? Das ist verfluchtes Feuer, das wäre gut. Let's try it. Warum bin ich da jetzt reingegangen, ich Idiot? Ich hatte doch meine scheiß Inkarnation ausgewählt, dachte ich. Oh, I hate my life. Ja, dann brenne ich halt ein bisschen, ist okay. Ich werde es hoffentlich überleben. Ich glaube, Fernsichtdurchtränkung ist besser. Sehr gut. Ich hab mir die mal geklaut. Das ist okay. Aber ich will dich nicht treffen. Gut, dass du deine Tasche aufgemacht hast. Kann Grommel die auch noch bekommen? Grommel ist eventuell in einem Gespräch. Warum? Weil ich eventuell versucht habe, die Tür aufzuschlagen. Ich weiß nichts davon. Ja, verzieh dich. Du müsstest aber mit ihm... Also, okay. Ja, wenn du mir jetzt die Pyramide gibst, kann ich kommen. Du musst sie dir rausnehmen als Grommel. Ja, ich kann sie nicht geben. Okay, jetzt sind wir hin mit dem Kampf. Nein, das war dumm. Warum, Game? Warum machst du... Oh Gott, da unten ist ja noch einer. Okay, ist war vielleicht doch nicht so dumm. Oh, I'm gonna die. Oh, that hurts. Oh, it hurts.
Und ich bin nur noch mit verfluchtem Feuer. Ja, Blutfeuer und Bluten. Und ja, ich bin tot. Mich kann nichts mehr retten. Das heißt, meine Inkarnation ist auch weg. Oh, niemand greift Gildonner an, bitte. Ansonsten bin ich auf jeden Fall gekillt. Nun. Krommel. Ach, Krommel steht da auch. Ich kümmere mich um die Pyromanten. Den einen, meinst du? Ja. Yeah. Da unten ist noch eine Scharfschützin. Wir müssen den Attentäter-Söldner killen, der ist gefährlich. Das Dumme ist, die Bande der Pein halten 3 Runden und so lange können wir sie nicht angreifen. Also ist es nicht möglich, sie nicht anzugreifen. Aber nur Gildonner. Ja, eben, aber die tilt mich. Oh. Okay. Ich wollte dich einmal da raus schaffen. Ja, das Dumme ist, ich müsste geheilt werden. Vom Nekro. Naja, ja. Ich kann das da nicht. Segnung. Ich habe Nekrofeuer, Blutfeuer und Bluten auf mir. Ich bin tot und Säure. I'm dead. Wahrscheinlich sogar voll geheilt bin ich dead. Und ich bin verwesend. Okay, ich kann gar nicht geheilt werden. Isn't that fun? Das ist es eben. Sonst hätte ich dich hier geheilt. I'm so dead. Naja, dann sterbe ich halt und dann können wir mich wiederbeleben. Ist wahrscheinlich sogar eh beste Variante. Das ist vielleicht dann nicht so gut. Du bist nicht mehr verwesend. Ja, okay, aber ich habe immer noch Nekrofeuer und Blutfeuer auf mir. Und das zieht von magischer Rüstung ab und nicht von Dingsrüstung. Ich wollte dich von verwesend heilen. Ja, ich danke dir dafür, aber ich glaube nicht, dass es mich rettet. Ist das Problem. Da wäre es besser gewesen, lässt mich sterben und wir leben wieder. Dann ist nämlich nichts mehr auf mir. Das meinte ich nur. Sibyl ist so krank. Pass auf, jetzt crittest du den einfach weg. Ich seh's kommen. Weg von Dach unterbrochen. Ach nö. Oh. Was ich interessant finde, ist, es gab erst Sex und dann ging die Falle los. Nicht umgekehrt. Ich hätte mit umgekehrt gerechnet. Du hast damit alles ignoriert. Seine Rüstung und alles. Interesting. Ihr steht zum Glück nur im Feuer und nicht im Nekrofeuer. Wow. Wow. Du hast gerade fast 400 Schaden gemacht mit dem einen. Wow. Okay. Ah, ignoriert jegliche Resistenzen, aber es steht nicht dabei, ob es Rüstung ignoriert. Oh. Ich glaube nur, ich hätte nur einen normalen Schuss machen sollen und dann hätte ich ihn töten können. Haben wir eine Leiche irgendwo? Nee, ne? Hm. Noch nicht. Komisch, dass das dann angezeigt wird. Außer du kannst einen Söldner irgendwie töten, dann ist... Ja, ich befürchte nicht. Ich habe nichts mehr, wo ich ihn wirklich töten könnte. Also ich kann nicht mehr normal draufhauen. Aber ich kann Bande der Pein auf Gildonner sprechen. Das Ding ist, wenn sie dann Krommel angreifen, kann es sein, dass das nicht mich mittötet, also Bestie mittötet. Nee, würde ich nicht machen. Naja, aber im Grunde gibt es ja nur Bande der Pein auf sie, also wenn man mich haut. Und dann stirbt sie. Ich weiß nicht, ob das dann noch übertragen wird. Ansonsten kann ich eh nicht mehr viel machen. Ich könnte das noch tun. Naja, aber auch nur auf sie. Oh well.
That hurt a little. Oh Gott, da ist ja noch einer. Oh, Terramanten. Na, großartig. Yep, I'm dead. Me dead. Wow. Den überhaupt nicht gesehen, ey. Das war lame von dem. Schon ein bisschen, ne? Hautverpflanzung. Du machst so richtig ekligen Kram. Also wenn du mich heilen könntest, wäre ich dir sehr verbunden. To be honest. Das mache ich dann. Da kommst du nicht mehr zu. Wenn ich drankomme, dann glaube ich... Ich bin vorne dran. Wirklich? Bin ich in der Initiative zurückgeflogen? Ich war eben vor dir. Weil ich erst später in den Kampf hinzugekommen bin, ja. Aber ich habe mehr Initiative als du. Dann kam die Initiative zum Tragen. Okay, macht Sinn. Günstige Winde, okay. Danke auch für die Heilung. So, was noch alles? Tja, ich würde sagen, wir wollen nicht tot sein. Ausweichen minus 100%. Ja! Kann nicht unsichtbar werden. Sei froh, dass es auf mich ging. Du könntest jetzt immer noch unsichtbar werden. Ich glaube, du kannst das doch, ne? Nee. Ach nee, meine Kreatur kann das. Meine Kreatur kann es. Okay. Wenn ich Schattendurchdringung mache. Dankeschön. Mein Gott, die wollen mir wirklich tot sein. Hammer. Das ist gut. Die magische Rüstung ist gut. Dadurch wird Nekrofeuer und Dings, glaube ich, davon abgewehrt. Okay. Was ist jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung. Du bist noch im Zug. Ja, ich wollte dich eigentlich heilen, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Keine Ahnung. Ich bin ja noch regenerierend. Und ausgeruht. Mitten im Kampf. Und ohne Waffen. Oh. Die Frage ist, wo ist denn die Truhe? Nicht die Truhe, dein Rucksack ist da direkt vorm Bett. Bei mir. Ach, da! Ah, okay. Ja, da wäre ich noch nicht hingekommen. Zwei standen im Weg. Rommel ist dran. Ich meine, ich könnte sie killen, aber das killt mich wahrscheinlich mit. Problem. Beim Scharfschützen da oben kannst du nichts machen, ne? Oder sowas? Ja, ich habe eher das gemacht, damit der Terramant da unten gleich ein bisschen Bedrängnis kommt. Der ist ja schon mit drin. Leiche haben wir sogar. Ich glaube, mich jetzt wirklich was bringen, wenn ich so die Leiche da einsetze und ich habe zu wenig. Vor allem hast du gerade die Knochendings beschworen. Stimmt. Ja, das geht aber beides, meine ich. Oder? Okay, wenn du es sagst. Ich hätte jetzt gesagt nein. Ja, vielleicht doch nicht. Aber ich wollte eher das machen. Leichenvertilgung. Okay. Just make it go away. Oh, komm schon. Jetzt wäre er nämlich tot gewesen, der Drecksack, ey. Ja. Aber jetzt... Ja, ist okay. Nein, bitte nicht die Echse töten. Die ist zwar dreckig und sau, aber trotzdem. Know what I could do? Ich finde es schön, wie du immer noch riesen Glück hast, aber fast gestorben bist gerade. Mhm. Naja, hätte er kein Glück, wäre er vielleicht gestorben.
Ja, auch wieder machen. Ich habe Glück, dass ihr jetzt dazukommen konntet. Das war mein Glück. Ich war aber dumm. Ich habe vergessen, dass das ja durch magische Rüstung blockiert wird. Wir haben lange nicht mehr gespielt, Leute. Wenn du kannst, greif die Scharfschützin an. Ich sollte es können, I guess. Maybe not. Wirbelwind. Ich kann mich unsichtbar machen. Da muss ich viel näher ran. Ah, jetzt kann ich die Klinge nicht mehr machen. Ganz ehrlich, Rüdiger hat gemeint, die Schattendurchdrängung ist scheiße. Aber so scheiße finde ich sie nicht. Wenn man die anderen drin schon drauf hat, kann das echt dafür sorgen, dass die Kreatur extrem lange lebt, kriegt extra 25% Schaden drauf und hat einen super starken Angriff, der Gegner kranken kann. Ich finde das gar nicht so schlecht. Abgesehen von der Unsichtbarkeit, die die Langlebigkeit erhöht. Kommt ja immer auch ein bisschen auf die eigene Spielweise an, oder nicht? Bestimmt. Ich meine, es gibt sicher bessere Alternativen, das sehe ich ein. Aber so schlecht fand ich es jetzt nicht. Und hätte ich nicht die zwei Fehler gemacht, mit dem dumm Rumlaufen, wäre das ja noch ein bisschen anders gelaufen. Dann hätte ich nicht dieses scheiß Nekrofeuer und das Blutfeuer auf mir. Zumindest. Könnte versuchen, Gil runterzuhauen. I guess. Aber vielleicht stirbst du dann. Ja, ich denke, die Rüstung wehrt das ab. Resistenzen gelten nicht, aber es steht nicht Rüstung da. Selbst wenn, die wird mich mit einem Angriff nicht töten. Ja. Ja, siehst du, das hat meine magische Rüstung abgewehrt. Alles gut. Und das war definitiv worth it, weil die hätte jetzt gleich wieder was machen können. Mhm. Das ist so cool, wie Lose strahlt. Wunderschön, schaut mich an. Wie ein reiner Gott, ne? Rein und unschuldig, außer dass sie halt verseucht ist von ihrem Gott. Ach Quatsch. Von dem Dämon. Ich glaube nicht, dass die Scharfschützen-Söldnerin noch lange lebt. Das bezweifle ich auch. Ah, du warst aber leider schon dran. Ich dachte, du crittest sie jetzt mit einer Runde down. Ich bin nochmal vor ihr dran. Ja, aber ich glaube, dass Grommel und Bestie sie wieder rocken vorher. Denk Wenn du dran gewesen wärst, hättest du es alleine geschafft, aber sonst Grommel und Bestie zusammen kriegen das, glaube ich, auch hin. Ich habe Adrenalin, ne? Also weniger Aktionspunkte. Ja. Warum habe ich Raserei drin? Na gut, garantiert kritische Treffer. Das ginge auch. Wenn ich das Krommel irgendwie beschädigt wäre. Ich habe 4 Punkte nur zur Verfügung. Okay. Oh, der kostet 3, das ist ja fies. Mückenschwarm, verkrüppelnder Schlag ist echt besser, wow. Wow, macht das ein Damage, ey. Und heilt ihn, es ist so krank, ne? Den Krommel tot zu bekommen, da darf er echt 2 Runden lang nichts machen. Das ist doch auch gut, oder? Ja und nein. Wenn der mal gegen uns ist, sind wir total hin. Das wird nicht passieren. Sagen sie alle, until it does. Dann haben wir immer noch Sibyl auf unserer Seite. Ja, genau. Ich bin auf eurer Seite.
Ja. Sibylle ist so sehr auf unserer Seite, das stimmt. Das ist voll toll und so. Und wir vertrauen alle darauf, dass das auch immer so bleibt. Hey, mit meinem Crap. Dammit. Oh, jetzt muss ich meinen Scheiß auch noch selber wieder anlegen, ne? So, ich glaube, ich habe alles wieder. Hier. Was ist mit Sarah? Ich glaube, du musst mal ein ernstes Wort mit deiner Geliebten reden. Die ist hier oben. Geliebte war es jetzt nicht wirklich. Just saying. War mehr ein Fling. Bezahlter Sex ist nicht wirklich geliebt und so. Wo ist sie? Da. Oh, mein Darling. You're so very good at what you do. I hope you're not sore about what just happened. Naja, nach dem Rumreiben in den Schuppen und so wahrscheinlich schon, aber ist egal. Du solltest sie töten. Verbeugung und sie küssen, das war's wert. Ob sie nochmal will, finde ich auch gut. Alle raus, ich mache noch eine Runde. I don't know. Es muss doch drei oder vier sein, oder? Diesmal bleibe ich aber hier. Ich will nochmal. Do I want to go again? Verführerisch. She looks you up and down. A smile breaks across her face. Do you know, lover? I do want to go again. Come here. What the fuck? In each other's arms once more. The world explodes in pleasure. In pleasure. I like it. Warum war sie gerade in Kampfhaltung? Und warum habe ich gerade Schaden gemacht? Wir da waren. Nochmal? Ich habe doch gar nicht Waffen. Wie nehme ich die Waffen weg? Tab mit Tab. Ich habe doch gar keine Waffen. She sleeps deeply, her breathing soft and regular, the hint of a smile on her lips. Oh. Ihre Lippen umspielt noch der Ansatz eines Lächelns. Aber sie schläft nicht wirklich, weil ich irgendwie meine Waffen noch ausgerüstet hatte. Das war blöd. Naja. Worth it, I guess. Auch wenn ich schon wieder nackt bin. You see yourself in the mirror. It's quite a sight. It's quite a sight. Okay. Alles wieder anziehen. Hättest du das jetzt selber machen können, Bestie? Upsala. Also wirklich. So, jetzt habe ich alles wieder an. Worth it. Gott. Lizard Love. Perfekt. Er ist noch so, eine Echse. Nee, ja, das ist so. Ja, wenn man schon einmal durch ist, dann kann man auch ein zweites Mal, ne? Ist kein Problem. Stelle Lovric zur Rede. Lovric, den habe ich aber hier gesehen. Ja, das ist der Typ, der dir die erstmal angeraten hat. Ach so, okay, der war das. Wachmann Stefano, Malik und Baran Lever. Aha. Hier ist so ein wüstes Zimmer. Wollen wir da erstmal reingucken, wenn es geht? Hilga und Brax. Ich glaube, wir kommen da nicht rein, oder? Es ist verschlossen. Ich speichere lieber erstmal, bevor du das tust. Das ist einfach eine Schande. Nee, so kommen wir eh leider. Was ist eine Schande? Alexander, okay. Wissen wir nicht, dass er noch lebt, Alexander? Ich glaube, er lebt noch. Weiß ich nicht. Soll ich das Schloss treffen? Sehen halt die Leute da, ne? Wirklich? Auch wenn ich sie ablenke? Also, das hat keiner gesehen. Okay, das hier war irgendeine Quest. Das Zimmer bestimmt. Spielzeugloss Gesichtsabreißer, hier ist noch einer. Lucky Find. Bestimmt von der Bardame unten. Mit ihrem Sohn. Der hat ja auch den Gesichtsabreißer. Oder? Nee, den Gesichtsabreißer hat eigentlich nur hier also unser unterer Freund gehabt. Nein, von dem. Ach so. Ja, das kann sein, das stimmt.
Oh, ich hab ein Tagebuch. So oft habe ich nicht gespielt wie ihr. Ich habe ein Tagebuch. Hier ist ganz viel Crap. Ja, hier ist auch eine tote Ratte. Du kannst das Tagebuch gerne vorlesen, wenn du möchtest. Nee, mach das mal. Zwergendolch. Alles über Trolle. Kraddelsohns albernes Buch der leeren Seiten. Okay. Ich nehme einfach mal alles mit, weil ist alles ja im Endeffekt Geld. Oder zumindest Freundschaft. Einen alten Teddybär, oh. Mehrere alte Teddybären. Komisch, dass wir das Gemälde nicht mitnehmen können. Okay. So, haben wir zumindest ausgeplündert. Ist das echt von ihrem Sohn? Ich meine, das Chaos hier würde schon passen, ne? Und die toten Ratten, die er seziert hat. Aber der Gesichtsabreißer, jetzt haben wir noch so ein Ding. Na toll. Wo ist das Buch? Hast du mir den Kram gesendet? Ja, hab ich. Ja. Okay. Herkunft von Lucien. Hier so ein rotes. Ein Buch. Felsen der Zeitalter. Hubert behandelt hier die Macht gewisser Quellenmagier, die Erde unter ihren Füßen zu manipulieren. Große Felsbrocken können durch die Gegend fliegen. Dreck kann sich verwandeln und den Unvorsichtigen vergiften. Soldaten werden zu wandelnden Festungen. Hubert macht sich viel Mühe, sich überrascht und angeekelt zu zeigen, doch er wirkt vor allem fasziniert. Okay. Alles über Trolle. T steht für Troll. Von Harland B. Der Begriff Trollverhalten bezieht sich auf die Lebensweisen von Trollen. Vom Töten und Fressen bis hin zum Gebrüll und Balzverhalten. Habt ihr die Trolle eurer lokalen Wiesen und Höhlen identifiziert, besteht der nächste Schritt darin, ihr Verhalten zu eruieren. Zum Glück hilft dabei dieses Buch. Alle Trolle sind formidable Gegner, nicht aufgrund ihrer Größe, sondern wegen ihrer Fähigkeit, ihre Lebenskraft zu regenerieren. Ein halbes Dutzend Abenteurer kann geraume Zeit damit verbringen, auf einen Troll einzuschlagen, ohne dass dieser davon auch nur die geringste Spur davon tragen würde. Manche Abenteurer bestehen darauf, dass Verbrennung und Gifte die Regeneration von Trollen verhindern können. Sie erleben dann eine böse Überraschung, wenn der Troll diese Fertigkeiten gegen die Abenteurer kehrt, ohne selbst Schaden zu nehmen. Oh, manche Trolle sind empfindlicher gegen bestimmte Elemente als andere. Virulente Trolle können unbeschadet mit Gift umgehen, doch die Sonne schadet ihnen und sie müssen im Schatten bleiben. Sie sind feuerempfindlich und das ist auch gut so. Man braucht eine Fackel, um sie zu finden. Flammknochentrolle sind stets durstig und halten sich daher meist in der Nähe von Tümpeln und Flüssen auf. Will man ihre Regenerationsfähigkeit unterbinden, so vergiftet man sie. Amphibientrolle können auch unter Wasser atmen, doch Amphibientrolle? Was ist das für ein Blödsinn, ey? Doch sie ziehen frische Luft vor und ihre Lungen reagieren empfindlich auf Nebel und Rauch. Anmerkung zum Verhalten: Todesnebel tötet die meisten Kreaturen sofort, doch Trolle sind imstande, bei längerer Exposition und milder Dosierung eine Immunität zu entwickeln. Wer auf eine solche Bestie trifft, kann ihr nur beikommen, indem er die geeignete Angriffsmethode mit einem Fluch versieht. Okay, das ist interessant. Trolle sind üblicherweise Allesfresser, entwickeln aber häufig eine Vorliebe für Menschenfleisch. Viele Trolle verlieren ihre Schwächen komplett, doch als Kreaturen aus Fleisch und Blut sind sie nicht unverwundbar. Okay, und dann Rotes, hast du gesagt. Das Gesangsbuch aus meinem Reich? Nein. Tagebuch. Aber der Blanchard-Junge war lahm und konnte seinen linken Fuß ohnehin nicht gebrauchen und ich habe ihm reichlich Bernsteinbier gegeben, um den Schmerz zu betäuben. Ziemlich nett von mir, würde ich sagen. Mutters Strafen waren beeindruckend. Nächstes Mal werden ich tun, was getan werden muss. Okay. Damit sie es nie herausfindet. Es ist alleine meine Schuld, dass der Blanchard-Junge noch am Leben ist. Okay. Ein dreckiges Arschloch. Stadtführer von Arx Band 5. Dieser umfangreiche moderne Reiseführer empfiehlt den Besuchern der Wahrzeichen von Arx, beispielsweise der berühmten Kathedrale, vorzugsweise am höchsten Feiertag in Arx, dem Lucianstag. Ferner warnt er, eine Herausforderung namens Weg des Blutes zu meiden und lieber Ahu, den Hüter von Lucians Krypta, zur Geschichte dieser Prüfung zu befragen. Oh, natürlich kommt Ahu hier wieder vor. Interesting. Den Gesichtsabreißer werden wir nicht brauchen, ne? Nicht noch einmal. Hab ich den anderen überhaupt noch oder hatte niemand anders? Ich hab den sogar noch. Ja, also den anderen können wir dann auch verkaufen, dann los, ne? Sonst war nur Herkunft von Lucien. Weg. Gelesen. Abhandlung zur Menschheit können wir das nächste Mal lesen. Trompete des Todes. Hatten wir schon. Okay. Ja, ich glaube, wir sind durch. Wir haben auch schon 34 Minuten, entschuldige die Unterbrechung.
Wollen wir hier beenden den Part, oder? Ja. Ich meine, es ist ja viel passiert, oder? Ich denke auch. Es gab viel Perversion und Freude und mehr Perversion. Und das schauen wir uns beim nächsten Mal an, was hier oben in dem Stockwerk noch alles abgeht. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch wieder mit von der Partie, Leute, wenn es weitergeht. Lasst mir Kommentare und Bewertungen da, ich würde mich freuen. Und wir verabschieden uns für diesen Part. Tschüss. Tschüss. Tschüss.